Ah, so ist es schon besser. Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier, lässt ihr eine Erfahrungskugel fallen. Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt, denn sonst lernt ihr nichts. Jetzt hebt sie auf. Und du sollst dich vielleicht mal rasieren. Gut gemacht, Junge. Nun denn, morgen werden wir... Das war auch total anstrengend. Hört sich an, als wäre im Wald irgendwas im Busch. Das ist eine gute Gelegenheit... Ich sollte nicht so viel dazwischen labern. Ich warte am Eingang zum Gildenwald auf euch, während ihr euch mit dem Problem befasst. Wenn ihr fertig seid, reden wir über den Beginn eures Trainings. Alles klar, bis dann. So, dann wollen wir mal schon mal Stock rausholen. Hier sind die Äpfel. Die sammle ich doch besser mal ein. Falls ich immer fliege, warum ich jetzt blöde Äpfel einsammle. Erstens, ich konnte mich damit aufladen. Zweitens, es gibt danach eine schöne Quest, wo man 4 Äpfel abgeben muss. Deswegen dachte ich, mach die jetzt schon mal. Tja, da oben seht ihr diese roten Punkte. Da muss ich hin. Das sind die blöden Käfer. Stirb. Nochmal stirb. Benutzt euren Stock. Das waren doch schon alle. Ach, da ist ja noch eins. Gut gemacht, Junge. Die Käfer sind alle tot. Ihr könnt den Meine jetzt Punkte. Verlassen. Need. Noch eins. Scheiße. Dran vorbeigelaufen. So. Ich habe noch knapp 2 Minuten. Versuche noch in die Quest abzugeben. Gut, wenn der alte Opa mich jetzt nicht zulauern würde. Diese Käfer können eine echte Plage sein. Hier. Ich glaube, dafür habt ihr euch ein bisschen Taschengeld verdient. Oh, danke schön. Wenn ihr mehr Gold wollt, wendet euch an die Diener. Sie könnten sicher Hilfe brauchen. Mach ich. Ihr könnt jetzt die Gilde erkunden. Es sei denn, ihr seid bereit, euer Training fortzusetzen. Nö. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid. Nach dem Kampf gegen die Käfer seht ihr müde aus. Nicht wirklich. So, jetzt gehen wir schnell die Äpfel abgeben. Äpfel. Die Äpfel meinte ich. Zu Ende der Woche muss ich dem Gildenmeister einen Apfelkuchen backen. Aber ich finde keine roten Äpfel mehr. Ich brauche nur noch 4 mehr. Wenn ihr genügend findet, bringt sie bitte her. Ich belohne euch dann. Jo. Danke. Recht herzlichen Dank. Kein Ding. Der Gildenmeister bekommt seinen Kuchen. Hier, bitte nehmt das. Lecker, Blaubeeren. Wieso? Hat ihr gerade gestöhnt oder geheult? Naja, egal. Einfach ignorieren. Jetzt mache ich noch schnell das Wett rennen. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Eine Minute müsste ich noch haben, hoffe ich. 50 Sekunden habe ich. Wir streiten darüber, ob ich jetzt mit dem Kreis laufen würde. 50 Sekunden zur Dämonentür und zurückgerannt. Übertrefft das. Ui, toll. Na gut, lauft in 50 Sekunden zur Dämonentür und kommt zu mir zu... Tja, wenn mein schlimmes Bein nicht wäre, könnte ich die Zeit... Ist klar, dumme Ausrede. Schneller. Los, 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 los. Lauf, Forrest, lauf! So, jetzt kommt mein Special-Trick. Ding! Das ist erstaunlich. Wie habt ihr das gemacht? Ich habe meine Wette verloren. Ja, und jetzt verhau ich dich. Quatsch. Ich bin doch das Gute in Person.
Seht ihr nicht meinen Heiligenschein? Egal. Zurück zum Thema. Ich gehe jetzt Mace besuchen, damit ihr eine schöne Sequenz angucken könnt. Die Länge der Reise ist egal. Das Orakel muss beschützt werden. Wieso seid ihr so sicher? Wir brauchen euch vielleicht. Wer weiß, was alles auf uns zukommt. Die Zeichen sind zu stark, um sie zu ignorieren. Und die nördliche Einöde war zu lange von der Gilde isoliert. Dort kann ich viel erfahren. Hoffentlich denkt niemand, dass ihr vor einem Kampf flieht, um dem Tod erneut zu entrinnen. Ihr wisst ja, wie die Leute reden. Das ist mir gleichgültig. Möge der Tod euch verschonen, Mace. Worauf wartet ihr denn noch? Kommt herein! Das war Schnitter. Geiler Name. Er war einst ein großer Held, als er noch Fleisch auf den Rippen und Blut in den Adern hatte. Jetzt ist er nur so genau wollte ich das nicht wissen. Was versteht er schon von den Dingen, die wir entscheiden und tun müssen? Warst du schon? Tatsächlich, das war schon. Ja, lauf gegen die Wand. Super. Machst du gut. Tja, jetzt gehe ich mich erwachsen machen. Ich möchte meine Haare bitte haben. Eure Ausbildung wird in Kürze. Aber nicht die Schamhaare vergessen. Viele harte Jahre der Aufgaben und Vorbereitungen liegen vor. Nerv nicht. Ja. Die Gilde war jetzt das Leben des Jungen. Immer noch brannten die Flammen von Orgwell in seinen Gedanken. Aber bald dachte er nur noch an sein Training. Und mit jedem Jahr, das verstrich, wurde er stärker und beweglicher. Seine Tage waren angefüllt mit harten Übungen. Nachts studierte er in der Bücherei. Schließlich war er bereit, Gildelehrling zu werden, wie Mace es vorgesehen hatte. Der sieht als Zeichnung irgendwie anders aus. Also, der Mace, finde ich. Raus aus dem Bett, schlafen. Du bist immer noch so hässlich. Wir sollten uns auf der anderen Seite des Flusses mit dem Gildenmeister treffen. Das war schon vor einer Stunde. Los doch, Beeilung, wer zuerst da ist. Da verlierst du sowieso. Mann, ich bin heute wieder so nett. Wie die ganzen Leute mir hier im Weg stehen. Schon wieder zu spät. Ihr... Den alten Stock braucht ihr nicht. Gut. Ab jetzt trainieren wir mit echten Juhu. Gewöhnt euch an das Gewicht des Schwerts. Mach ich, Papi. Mal sehen, ob ihr Whisper treffen könnt. Ei. Also kommt. Mal sehen, was ihr könnt, Bauern. Du mich auch. Haha. Wie konnte das denn durchgehen? Nochmals haha. Und jetzt passt auf. Was ich euch jetzt beibringen werde, könnte euch eines Tages das Leben. Ah, scheiße. Das Leben eines Helden ist sehr gefährlich. Da fällt mir ein, ich habe noch gar nicht meinen Blocken eingestellt. Das muss ich jetzt ganz schnell machen. Whisper wird versuchen zu treffen. Aber ihr könnt Angriffe mit eurem Schwert ablocken. Nicht alle Angriffe können abgeblockt werden. Aber ihr solltet mit allem klarkommen, was Whisper sich für euch ausdenkt. Moment, warte, ich muss erst einstellen. Nerv mich nicht. Ja. Inventar. Option. Da. Auf F stellen. So. I'm ready to rock. Oh, hier vergiss meine Waffe auszuziehen. Mann, das gibt Narben. Drecksau. Verdammt, wie habt ihr das gestoppt? Siehst du doch. Haha. Gut. Mal sehen, ob ihr Angriff und Verteidigung miteinander verbinden könnt. Ah, hallo.
Hallo Donner, ihr wollt sehen, welche Fortschritte eure Schwester macht, stimmt's? Sie ist genauso hässlich. Könnte man sagen. Whisper erzählte, dass ihr sie mit einem Bauerntölpel trainieren lasst. Maze meint, dass der Junge großes Potenzial hat. Genug, um mit Whisper Schritt zu halten? Ja. Besser als sie. Sehen wir uns das mal an. Whisper und der Junge arbeiten gerade an ihren Nahkampffertigkeiten. Also Kinder, sehen wir mal, wer beim Training das meiste gelernt hat. Dies ist ein Duell ohne Regeln. Genau wie bei eurer abschließenden Nahkampfprüfung. Macht euch bereit.